heute kommt ein kleines Unboxing von diesem wundervollen Air Heater. Leider reicht mein Tisch nicht aus, um alles auf dem Tisch unterzubringen. Ja, deswegen muss es leider so genügen. Hier haben wir schon mal das Zubehör. Hier hätten wir die Plate, wo wir den Auspuff und die Zuluft durchführen. Upsala, wieso habe ich mein Handy hier auf dem Tisch liegen? Okay. So. Dann haben wir hier den wundervollen Heater. Warum kauft man sich so einen Heater? Warum kauft ich mir so einen Heater? Ganz easy. Weil, falls, wenn ihr meine Videos verfolgt oder falls ihr das durch Zufall schon gesehen habt, ich möchte mir einen Bus umbauen oder beziehungsweise ich bin dabei, mir einen Bus umzubauen, in dem ich wohnen will. Und da wenigstens im Winter ein bisschen Heizung ganz nice wäre, so habe ich mir gedacht, kaufe ich mir diesen wundervollen Heater, der hoffentlich mal so, sagen wir mal, für den ersten Winter seinen Dienst tut. Oh Gott, er fühlt sich, er ist auf jeden Fall schon ordentlich schwer. So, hier hätten wir den Heater, hier haben wir die Benzinpumpe. Ich habe mir schon andere Videos angeguckt, man sollte überlegen, die Benzinpumpe vielleicht gegen eine andere zu tauschen. Auf jeden Fall ist es ein Dieselheizer mit 12 Volt, 40 Watt und 5 kW. Ich werde das Teil über ein Netzteil betreiben. Also ich habe, glaube ich, für das ganze Ding 99 Euro bezahlt. Ich sag mal, 99 Euro ist jetzt nicht so viel. Hier unten ist die Spritzufuhr. Die Spritzufuhr, einer von den beiden ist Auspuff und der andere ist Frischluftzufuhr. Man braucht dafür jetzt, weil ich habe das in anderen Videos schon gesehen, man braucht dafür jetzt kein Fachwissen oder keine Anleitung, um zu wissen, dass dieses hier nur die Frischluftzufuhr sein kann und dieses hier ist der Auspuff. Warum? Ganz easy, wenn die Spritleitung wird wohl kaum so nah am Auspuff lang geführt werden und die Leute, die haben so, oh, ich kann die Anleitung nicht lesen oder ich habe keine Anleitung oder whatever. Ein bisschen nachdenken hilft dann auch manchmal schon weiter. So, dass das hier nicht der Auspuff sein kann, wenn hier die Spritleitung ist. Ja, das muss man ja wohl wissen. Also bitte. Ja, ich habe mir dann halt noch mit Bedienfeld, was schon schön zerkratzt ist, wenn es ankommt, und einer Fernbedienung bestellt. Braucht man es? Ich weiß es nicht. Eigentlich nicht, aber ja, ist ein witziges Gadget halt, ne? So, was haben wir denn noch Schönes? Die Benzinpumpe finde ich jetzt gar nicht so scheiße. Ja, vielleicht mal gucken, wie. Ah, die werde ich erst nach dem Winter wechseln, denke ich mal. So, jetzt hätten wir noch einen Sprittank, 10 Liter. Nichts Besonderes. So, und dann gucken wir mal, was wir alles an Zubehör dabei haben. Das muss ich jetzt auch ganz unsensibel hier neben dem Tisch. Ich habe meinen Tisch auch so unaufgeräumt. Aber mir ist gerade einfach kurzfristig der Sinn gekommen, dass ich ein Video machen könnte. Hier ist eine Menge Zubehör drin. Hier hätten wir einmal, na, wie heißt dieser komische Variablenschlauch? Damit du schön deine Warmluft irgendwo hinfüllen kannst. Okay. Dann haben wir hier. Okay. Ich muss nichts kaputt machen. Okay, also das ist mir jetzt auch neu. Bei den anderen habe ich kein T-Stück gesehen. Jetzt bin ich ein bisschen blade.
Ah, okay. Jetzt checkt das immer noch nicht. Dieses Tischstück ist für mich ein bisschen suspekt gerade. Hier haben wir halt einen Ausströmer noch mit bei. Dann haben wir hier den Kabelbaum zum Anschließen von allem. Dann hätten wir. Boah, das ist wirklich. Ich habe mal das Komplettpaket erwischt. Weil manche waren auch hier um zum Beispiel, das ist, da kann ich zum Beispiel in den normalen Auspufftank, oh mein Gott, in den normalen Tank stecken zum Ansaugen, in den normalen Dieseltank. Okay, also ist das die Premium-Variante? Okay. Dann haben wir hier noch Schellen, einen Schalldämpfer. Kabelbinder, Schrauben und noch einen zweiten Ausströmer. Okay, und einen extremst billigen Auspuff. Darüber beschwert sich auch jeder. Was erwartet ihr? Erwartet ihr einen Edelstahlauspuff, der Ewigkeiten hält? Nein, ist natürlich unwahrscheinlich. Was ich noch empfehlen würde, so wie es jeder empfiehlt, ich würde hier einen vernünftigen Benzinschlauch nehmen. Aber also der wird auch erstmal seinen Dienst tun, weil sonst würden die Teile nicht millionenfach verkaufen, auch mit diesem Schlauch, wenn den jeder direkt wechseln würde, dann würden sie wohl auch, wenn die Leute sich beschweren, einen schwarzen, starren Schlauch nehmen oder einen, der starrer ist. Ja, das war es eigentlich schon. Ja, jetzt sieht man hier schön ein Mega-Chaos auf dem Tisch. Aber ist nicht schlimm. Also gerade das hier, das überzeugt mich, weil das hat gerade bei den ersten Heizungen gefehlt und so kann man wenigstens direkt an seinem Tank ansaugen. Ich denke mal, dass es dafür gedacht ist. Oder? Tja, oder, man weiß es nicht. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Ich würde ja jetzt gerne in eine Bedienungsanleitung gucken, aber es gibt keine Bedienungsanleitung für das Teil. Das finde ich nicht so geil. Aber ich reg mich nicht auf, ich kriege das schon irgendwie hin, ansonsten gucke ich mir einfach andere YouTube-Videos an. Ja. Ja, das war jetzt ein kurzes Unboxing von dem ganzen Kram, der dabei ist. Das ist, wenn man aktuell die kauft, kostet sie wie gesagt um die 99 Euro. Ich werde noch ein Video machen, wenn ich so weit bin, dass die im Bus eingebaut ist. Und ja, dann kommt das nächste Video. Und ihr könnt ja auch gerne mal reingucken, wenn ihr dann Bock habt. Bis denn dann. Ciao. Okay, stopp. Bevor ich das Video beende, ich habe gerade noch was gesehen, wo ich sagen muss, oh mein Gott. Also, so darüber beschweren sich ja alle, aber wenn ich sowas hier sehe, sowas, möchte ich euch jetzt mal was zeigen. Ich habe keine Ahnung, aus welchem Grund jemand einen Benzinfilter, kann man da auch noch. Oh mein Gott, die machen sogar den Benzinfilter, dass man, oder den Dieselfilter, dass man den tauschen kann. Besorgt euch da mal einen vernünftigen Zwischenfilter, weil dieses Ding ist wirklich, wirklich, finde ich persönlich wirklich gruselig. Das muss nun wirklich nicht sein, so ein Filter in so einer Größe. So, kostet keine Ahnung. Euro oder so und den kann man ruhig tauschen und auch nicht diesen Crash-Filter nehmen. Ansonsten, wie gesagt, werde ich euch mit meinen Erfahrungen vergnügen, hoffe ich, und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Aber jetzt bis zum nächsten Mal. Ciao!